Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Skytech mit Early Boy. Hi. Juledach. Wir müssen heute unsere Strafe absitzen. Genau, wir dürfen in dieser Folge nichts craften. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wir haben uns einfach vorgenommen, wir farmen diese Folge einfach nur. Eben, der Jetpack lädt nicht auf, was brauchen wir denn dafür? Kohle? Einmal ist es Tag. Es ist Tag, ja. Müsste eigentlich durch die Solarpanels, wenn die nicht verdeckt sind, den geladen werden. Ah, tut's auch, ja, es tut. So, hier nehme ich mal was raus. Deswegen die Glasblöcke, ihr Geschickten. Nee, da war vorher nichts drüber und ich bin da reingefallen, deswegen habe ich da Glasblöcke gebaut, weil Louis ist unfähig. Der hat nämlich keine drunter gemacht. Eine Jetpack lädt auch. So, Dinger, wir haben nur 4 Fleisch, die Folge. Ja. Da muss man Holz organisieren. Wir brauchen Holz zum Verbrennen. Holz ist super, weil, aber wir können nur Stämme verbrennen, ne? Nein, wir können alles aus Holz außer Schilder verbrennen. Du kannst ja auch Saplings verbrennen. Ja, aber wir können es doch nicht zu Blöcken machen. Brauchen wir auch gar nicht. Ja, also können wir nur Stämme verbrennen. Weißt du, was ich meine? Alles, was aus Holz ist, Dalu, brauche ich. In den Generator, das verbrennt, macht gerne Energie, das passt. Mich nicht. Wieso? Sollte ich jetzt einen Baum fällen gehen, können wir den nicht zu Brettern craften? Ich kann den rohen Baum auch verbrennen. Ja, das meine ich ja. Wir können nur Stämme. Meine ich doch. Ja, oder wenn das irgendwo in den Kisten ist, meine ich. Guck halt bei Riol mal rein, ob der sowas hat. Nee. Ich hab noch was, warte. Ist unten in der Kiste dann. Da müssen wir hingehen. Hier unten ist nichts mehr. Die habe ich alle draufgenommen. Egal, wenn hier irgendwas war. Das waren aber meine besonderen. Ich habe das alles verbrannt, alles verfackelt. Alter Schwede. Ich wollte vorhin schon sagen, hey, lass mal auf jeden Fall ein paar Crafting Cable basteln. Falls wir die mal brauchen. Aber ha! Können wir gar nicht benutzen, ha! Dürfen wir gar nicht craften. Die lasse ich hier. Ich hole mal ein paar Bäume. Oh, der kann noch Ewigkeiten noch, bis der hier voll ist. Bräuchten vielleicht noch mal einen Generator dazu. Aber nee, das ist sinnfrei, nur mal zum Aufladen. Wobei, wir brauchen irgendwas brauchen wir mal. Ich muss mir ein bisschen mehr mit Technik auseinandersetzen. Ja, ich komme langsam richtig mit. Ich will mal das richtig viel Spaß. Echt? Das ist gut. Also, das ist schon ganz cool, eigentlich. Ich überlege gerade, ich muss ja diese Woche auch noch streamen. Fällt mir gerade mal so ein. Wann so, während denk, das Ding jetzt gerade noch zu Ende lädt, muss ich mal ganz schnell kurz nebenbei was hochladen. Ja, da passt. So, wo soll ich das Holz reinschmeißen? Schmeiß mir einfach zu. Schmeiß das mir einfach zu, Dalu. Hat er Holz? Lol, wie das hier im Generator schneller geladen hat, als das mit dem Solarpanel. Ja, Sonne scheint ja auch nicht. Läuft bei dem Ding. Doch, die Sonne scheint. Ah, es ist schon Abenddämmerung. Ja, los, ist gleich voll. Nimmst du sie mit? Auf, und mit voll. Und wo gehen wir hin? Keine Ahnung, wir gehen in die anderen Inseln und farmen und noch ein bisschen ab. Alle Platten finden. Wo ist der Jetpack? Ich weiß nicht, Dano, wo hast du ihn hingepackt? Ja, ist voll. Ich bin unterwegs. Juhu, dankeschön. Los, Early. Auf zu neuen Abenteuern. Wir können. Sollen wir vorher nochmal schlafen gehen? Wäre, glaube ich, eine Idee. Zip. So. Speichern. Ja, ich glaube, wir gehen mal schlafen. Ich glaube, wir gehen mal schlafen. Das ist eine gute Idee, Dalu. Dalu hat mal wieder einen guten Einfall gehabt. Wie immer. Steht's. Ja. Komm schon. Warum liegst du immer mit, Dalu? Warum? Was? Warum, Dalu hart? Oh nein, 2 Leute reicht nicht. Bam! Bin ich nett von dem Dark Souls. Danke. Okay, hast du dein Jetpack an? An hab ich's nicht.
lade nochmal hier den Generator auf. Ach, der Generator selbst lädt sich gar nicht auf, sondern er lädt das alles in die Badbox, aber die lädt ja automatisch. Nee, das wollen wir ja nicht. Weißt du, wo wir mal hinfliegen, Early? Was? Weißt du, wo wir beide mal hinfliegen? Wo? Zu dem Vulkan. Können wir machen. Können wir machen, Dalu. Den haben wir direkt entdeckt. Wenn er nicht schon, Naja, aber Karte, laut Karte war da noch niemand. Ich weiß ja nicht, warum du das nicht siehst, also warum du so eine Eigenbrötler-Map hast, aber ich habe hier von unserem ganzen Team, was sie aufgedeckt haben, sehe ich auch. Ne, Dalu, ich weiß nicht, was du hast. Ich habe hier den Vulkan, den habe ich drauf. Können wir hingehen? Ich finde das toll. Ich finde das eine gute Idee. Da habe ich nichts gegen. Was denkst du denn hinten mit dem Vulkan? Ein Dungeon vielleicht. Vielleicht irgendwann etwas Glück. Na, also in manchen, also ich weiß nicht, was das für eine Art Vulkan ist, aber es gibt auch Dungeons in dem Vulkan. Guck mal hier zum Beispiel. Bist du hinter mir? Wo? Unterm Vulkan. Obwohl, es ist einfach wahrscheinlich nur Gestein, der in der Luft zu Stein wurde. Ich bin jetzt auch unterm Vulkan. Unterm Vulkan. Das ist so eine Plattform. Also ich bin wirklich am Fuß des Vulkans. Auf bin dem ich Boden. Auch. Ich bin jetzt mal unterm Vulkan. Ah, hier ist Grundstein schon. Bedrock. Nee, ich glaube, das ist zu tief. Hier unten ist gefährlich. Ab wieder hoch. Nee, wieder hoch. Okay. Jetzt mal oben auf den Vulkan rauf. Wenn du ein Bienennest siehst, sag auch mal Bescheid, ja? Mhm. Und komm jetzt in den Vulkan Rubies. Rein. Ja, wir sollten Rubies suchen. Weil Ruby ist immer noch das Beste. Ne, hier ist auf jeden Fall nichts. Ich krabbe mich mal weiter unten rein. Nee, das ist, ein, das ist kein. Da ist das kein Land drin. Ja, das ist irgendwas. Schade. Dalu, komm her! Du? Weiter vom Vulkan. Also einfach weiter geradeaus. So. Boah. Den Berg rauf? Da. Ja, du siehst mich. Komm her. Hey, jetzt zeige ich dir wen, ey. Krass. Also ich kenn's noch nicht, du bestimmt. Ach, der hier, ne, Macker ist das. Macker Velidor. Kann ich den so machen oder ist der stark? Der ist schon stark, aber mit Eisenrüsten sollte man den eigentlich kaputt kriegen. Okay, das ist ein Alpha, der ist schon stark. Der hat 100 HP. Ich sehe seinen HP leider gar nicht. Mit dem Fleisch, was wir bekommen haben, wenn wir das braten, da können wir teure Sachen rausbekommen. Ja? Essensmäßig ja. Oder? Crafting-mäßig. Beides. Ich sehe immer noch keine Bienennester. Essensmäßig, ne? Ist es relativ, glaube ich, geil und du kannst damit bestimmte Tiere zähmen. Was? Bienennest. Achso. Ich flieg mal weiter geradeaus. Das war gut. Eine Drohne und eine neue Prinzessin. Da ist irgendwas, Dalu. Wo, geradeaus? Ja, weiter geradeaus. Ich sehe dich. Was suchen wir da? Erstmal oder was finden wir da? Blöden Aschehörer da abmorksen. Folgen Sie mir, Dalukat. Folgen Sie mir. Lass so bei 15 zurückfliegen, ja? Bin bei 16. Ja. Okay, dann sollten wir jetzt hier. Was hast du gefunden? Was macht das? Keine Ahnung. Ey! Keine Ahnung, warum das nicht stand. Oh, hier sind Rubber-Trees, Dalu. Oh, hier, ihn will ich mitnehmen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man aus seinen Klingen irgendwas craften kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier alles voll selten ist. Oh ja, kann man! Was denn? Richtig geil, man kann aus seinen Sachen hier, diese Throw-Dinger, kann man Zepter, ja. Keine Ahnung, ich hoffe, damit kann man das werfen, das ist crafty gleich. Ja, ich das crafty in der nächsten Folge. Wir haben noch einen neuen Battle Tower jetzt bei uns in der Nähe und ein Schneebiom. Wollen wir den Battle Tower machen, Dalu? Ist nicht so weit weg, können wir auch hinlaufen, dass dein Jetpack nicht hier verballerst. Wollten wir nicht einfach? Ja, machen wir doch. Da ist so der Shit drin. Mein Inventar ist aber so voll. Echt? Hallo, wo bist du?
du fliegst dahin, dann denkst du auch an den Rückweg? Ja, ist bei 14. Dann ist ein Bienennest. Wo? Hier. Ich sehe es. Ich will jetzt gucken, was du damit machst. Du kannst es nicht einfach so abbauen, du brauchst da so einen Scoop für. Sonst geht's kaputt. Bleib nämlich an. Nein, das ist Loot sozusagen. Wir müssen Honig finden. Ja, Honig! Jetzt können wir ein eigenes Bienennest bauen. Ist nicht gut. Und dann können wir eine Bienenkönigin züchten. Die schickt dann die Drohnen los und dann holen die uns Diamanten. Wie geil ist das denn? Was? Ja, das mit den Drohnen. Das ist super geil. Du kriegst alle Erze damit. Wegen Sachen. Mein. Du kannst alle Erze damit farmen. Das war richtig geil. Sugarcane? Brauchen wir nicht. Was hast du für Sachen gefunden? Müll. Sticks habe ich bekommen. Ich habe ein grünes Skelett! Ein einmaliges grünes Skelett! Müll. Nur Müll da. Hast du gerade oben vorne bekommen? Was? Nein, kannst du ja nicht. Dalu! Nein, Dalu! Oh. Geht's dir gut? Halt durch, Early. Ja, wir haben Vorteil, weil wir einfach. Dalu, mach doch dicht! Reiß ab! Ich kann nicht! Oh. Wir haben eigentlich einen relativ guten Vorteil, weil wir jetzt immer wegfliegen können. Ja, aber wir sollten trotzdem hochlaufen jetzt. Irgendwie. Ja, das auf jeden Fall. Chili Seeds, die lasse ich auch mal hier. Ich hasse diese Spinnebenen, ne, weil die ja alle an der Decke kleben. Ja, das ist extrem nervig. Okay, kommst du rein? Bin drin im Raum. Oh, nervig. Early, wow, ich bin ein Tiefer. Jetzt greife ich den Zombie gerade an. Oh, halt. Ding, das sollt ihr auch mitnehmen. Rottenflash. Rottenflash sollte man dabei haben. Ich heile mich jetzt erstmal wieder hoch. Mach das. Nee, du stirbst. Hinter dir kommen Zombies. Oh, was ist hier los? Die fallen alle runter. Hinter dir, die kommen hoch. Ich hab sie aufgehalten. Komm her, Skeletoni! Oh. Nein! Ich bin ein Tiefer gefallen. Ich bin fast tot. Lebst du noch? Einer ist dir, glaube ich, hinterhergekommen. Ja, einer ist runtergesprungen. Alter, gerade so. Heil dich, lass erstmal heilen. Was war drin? Müll. Sonst nur Weizen. Oh. Hier, wir haben noch zwei Stockwerke, haben wir noch. Du bist vor, Dalu. Ich bin drauf, nur ein Zombie, noch. Ich bin irgendwie vorne. Zombie von oben, Achtung. Okay, Hammer. Okay, stopp. Kann ja auch mal vernünftig drin sein. Immer in den oberen beiden nur. Die sag mal, sind haben wir eigentlich Melonen, weißt du das? Ich glaube nicht. Dann nehme ich die mal mit. Die nächste Ebene nicht looten, ne? Die Ebene jetzt darfst du nicht looten. Wo weißt du das? Wenn du sagst, wir haben nur noch zwei, dann ist ja, das jetzt... Ja, zwei und erst dann dürfen wir nicht mehr so, nichts mehr machen. Aber erstmal hier. Bin zurecht. Geh rein. Oh Gott, Early. Alter, du schlägst mich hier fast tot. Early. Gott, die fallen da oben durch. Warte, ich komme mit dem Spawner. Ein Eisenschwert. Gunpowder. Gunpowder ist da noch drin. Wir haben noch zwei Ebenen. Ja, diese Ebene können wir noch und danach die Ebene darf man nicht mehr looten. Heiß Spinnen. Das war relativ einfach. Oh, da kommst du durch. Die Löcher im Boden sollten wir zumachen. Ja, die nächste Ebene dürfen wir nicht. Nicht looten. Ich baue den Spawner ab. Early, pass auf, Early. Der Spawner ist down, oh. Also nur nicht looten jetzt. Alter, ne? Richtig fett Schaden gekriegt. Ah! Skeletor kommt entgegen!
Was? Wo bist du da, du? Hier oben. Hier bin ich dann schon da. Oben ist Clear. Wie machen wir das? Was ist unsere Taktik? Weiß ich nicht. Sobald Hast wir du mit Pfeile? Der Kiste interagieren, ein. Na fuck. Hast du Bogen? Nein. Dann gib mir den Pfeil. Und dann? Wir können eigentlich relativ gut gegen ihn ankommen, indem wir uns hier beispielsweise reinstellen und ihn dann hier an der Seite schlagen. So habe ich den anderen nämlich auch gefunden. Aber du musst, wir sollten ihn versuchen runterzukriegen. Ja, das auf jeden Fall. Ist nicht optimal, ein 4x4-Loch hier auszuschneiden in der Mitte, ihn da reinfallen zu lassen, dass er komplett durch den Tower fällt? Ich war da sogar noch ein Stück größer. Ja, meine ich aber. Dass komplett den Tower willst du fallen lassen? Ja, dass er muss mindestens 3 Ebenen von den Kisten wechseln, damit wir die looten können. Dann können wir einfach die Kisten looten, ohne dass irgendwas passiert. Deswegen, wenn er durchfällt, ist das halt praktischer. Nur wir müssen halt komplett aufpassen. Aber eigentlich geht es ja sogar. Wie hast du das Loch jetzt gemacht? Ach, ich sehe dich ja. Ich hoffe, das passt so. So, wenn er hier nämlich noch durchfällt, dann können wir nämlich looten. Dann können wir einfach mit dem Jetpack abhauen. Soll ich über ihm, unter ihm abbauen? Warte. Kannst du es versuchen? Sagst du mir Bescheid trotzdem? Könnt ihr jetzt fallen? Er fällt. Bist du bereit? Ja. Komm in Deckung da. Er fällt jetzt. Ne, warte. Oh, hier fällt er definitiv durch. Er fällt. Bist du bereit? Komm hoch, warte. Tschüss! Ja, Loot oben! Ja, Mann, nur Müll bekommen. Echt jetzt? Ja, Bookshelves habe ich aber. Redstone-Lampen habe ich. Brewing Stands habe ich 3 Stück. Guck mal, und Redstone habe ich bekommen. Aus. Ja, der macht keinen Schaden, wenn ich das richtig sehe. So, Dano, so kriegen wir ihn kaputt. Bleib da oben stehen, ich krieg ihn. Oh oh. Komm weg da, Dano, komm weg, ich bin ihn. Ja, ich bin schon, bin oben. Geil! 6 Diamanten. Sehr gut, und abhauen, denk dran, der Turm. Ja, machen wir es halt. Die Pumpkins ziehen wir nochmal mit, dafür haben wir auch noch Platz. So, ich bin unten schon mal. Die Folge endet, ne? Ja, so langsam. Dano, wir kommen wieder nach Hause in die Richtung. Jetzt sagen wir, wir treten schon mal ein Stück an Richtung Hause. Und dann haben wir es geschafft, Dado. Wir haben wieder mal einen Battle Tower gemacht. Ein bisschen Zeug mitgenommen. 10.000 Energie habe ich noch. Ich werde mich versuchen, in der nächsten Folge dran zu machen, hier die Bienen zu züchten, dass wir Diamanten farmen. Wie das mein Todespunkt ist, wo ich gerade hinfliege. Dado, wo bist du? Richtung nach Hause, ne? Fliegst Map du schon? Nach oben. Ein bisschen nur. Ne, ich stehe auf Land gerade. Ich sehe dich. Ich fliege jetzt gerade über diesen Punkt hier. Wir können mal die letzte Minute nutzen, nach Hause zu fliegen. Dann haben wir das durch. Den Aufladung habe ich noch, sollte passen. Denkt an, bei 3 geht's nicht mehr, ne? Also bei 5 tue ich komplett landen. Ja, ich bin ja sparsam. Ich bin die ganze Zeit, bin ja vorhin so extrem geflogen. Ich gehe ein bisschen vorsichtiger. Ja, da passt definitiv jetzt nach Hause, Dado. Ey, was du so für Sorgen hast. Was, ja, du bist abgestürzt halt letztens, ne? Mit einem Jetpack an. Ja, besser als durch irgendwelche Löcher zu fallen, ne? Es hat ja auch niemand gesagt, dass bei 3 das Jetpack einfach leer ist. Mir auch niemand gesagt, dass die Treppe nicht ganz ist. Ja, das ist dein Einfallsschulden. Da hättest du nachgucken müssen. Das hättest du auch nachlesen können mit dem Jetpack. Ja, wo denn? Im Internet. Klar, als ob ich da jetzt hingehe und mir das überall durchlese. Ja, hätte man wissen können. So, wir sollten die Folge aber nicht überziehen, Early. Die sollten wir definitiv nicht. Ja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt doch mal ein Däumchen nach oben. Wir würden uns drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Sky Quest, wollte ich gerade sagen. Skytech. Also haut rein. Bis morgen. Tschüss. Und tschüss.